Das klang nach einem leichten und profitablen Auftrag. Mein Zahnarzt hätte seine Freude daran gehabt. Ich besuchte Herrn Norton und ließ mich von einem Taxi in der Villengegend auf dem schönen Berg herumkutschieren. Der Mann residierte in einem prächtigen Gebäude, das von der Straße aus nicht einsehbar war. Er ließ mich zu sich bitten. Das ist meine Frau und das ist Mr. Maloney. Freut mich. Es geht um eine Lebensversicherung. Mein Mann und ich möchten eine abschließen. Nur zu, aber ich rate Ihnen, nehmen Sie die billigste. Sonst kommt einer von beiden plötzlich auf böse Gedanken. Sie sind doch der Mann von der Versicherung. Gott oder wer auch immer, behüte, ich bin Privatdetektiv. Verlassen Sie sofort dieses Haus. Lass nur. Was wollen Sie von uns, Maloney? Es gibt da jemanden, der glaubt, dass Sie nicht Peter Norton heißen. Und diesem jemand schulden Sie noch eine Menge Geld und eine Erklärung. Ach was, der Mann verwechselt mich. Sie haben gehört, was mein Mann dazu zu sagen hat. Und jetzt bitte ich Sie zu gehen.